Der deutsche Triathlet Patrick Lange ist erneut Ironman-Weltmeister. Der 32-Jährige gewann wie im Vorjahr bei der Ironman-WM auf Hawaii. Dieses Jahr hat er bei seiner Titelverteidigung sogar einen Rekord gebrochen. Lange ist der erste Ironman, der über die 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen die 8-Stunden-Marke knackte. Das hat in der 40 Jahre langen Geschichte des Ironmans noch niemand geschafft. Mit einer Zeit von 7 Stunden, 52 Minuten und 39 Sekunden kam der Hesse 4 Minuten vor dem Belgier Bart Ernaux und 8 Minuten vor dem Briten David McNamee ins Ziel. Dort machte er seiner Lebensgefährtin Julia Hofmann einen Heiratsantrag. Schieß!